Während Spider-Man sich momentan noch in Spider-Man Homecoming durch sein erstes eigenes MCU-Filmabenteuer kämpft, steht Thor bereits schon in den Startlöchern. Doch der eigentliche Plan, der erwartet uns dann nächstes Jahr. Ja, Phase 3 von Marvel kommt zum Ende mit dem riesengroßen Knall: Avengers Infinity War. Before creation itself, there were six singularities. Forged into infinity stones. Bei der Disney Expo wurde schon ein erster Trailer zu diesem Film veröffentlicht. Wir haben diesen Trailer leider nicht für euch, aber wir werden euch nun sagen, wer nun definitiv im Film mitspielen wird. Wir präsentieren euch alle Charaktere, die im Film vorkommen werden, und spekulieren auch ein wenig, inwiefern sich die Figuren entwickeln werden. An dieser Stelle vorgemerkt, Spoilerwarnung. Dieses Video enthält Spoiler zu allen bisher vorangegangenen MCU-Filmen. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Ein großer Mann in der Rüstung. Lassen Sie sie weg, was sind Sie dann? Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop. Wir beginnen mit der Figur, die alles gestartet hat. Tony Stark, aka Iron Man. Und bisher hat es ziemlich gut funktioniert. Tony wird wahrscheinlich eine äußerst wichtige Rolle im Film einnehmen. Gezeichnet vom Civil War ist er nun der Anführer der sogenannten legalen Fraktion der Avengers und Vorbild des jungen Peter Parker. Ich wollte nur wie Sie sein. Ich will, dass du besser bist. Gib mir den Anzug zurück. Aber ich bin nichts ohne diesen Anzug. Wenn du nichts ohne ihn bist, dann solltest du ihn nicht haben. Außerdem ist er der einzige Charakter, der schon lange weiß, was auf uns zukommt. Er sah die gigantische Armee im Weltraum, was ihm schlaflose Nächte bereitete. Tony! Die Vision in Age of Ultron trieb ihn sogar so weit, dieses Ungeheuer zu erschaffen. Ich habe eine Mission. Welche Mission? Frieden für unsere Zeit. Er wird alles in seiner Macht tun, um die globale Katastrophe zu verhindern. Und dabei wird er höchstwahrscheinlich auf die Hilfe seines Rivalen, Captain America, angewiesen sein. Na schön. Ich kümmere mich selbst darum. Seit 2012 wissen wir, wer die Strippen im Hintergrund zieht. Thanos. Dreimal sahen wir ihn bereits auf der Leinwand, doch so richtig kennengelernt haben wir den fiesesten aller Schurken bis heute noch nicht. Doch das Warten wird nun endlich ein Ende haben, denn Thanos kommt mit seinen Schergen der Black Order zur Erde, um die Infinity-Steine der vorangegangenen MCU-Filme einzusammeln. Der wahnsinnige Titan wird höchstwahrscheinlich für Tod und Vernichtung sorgen. Und es würde uns auch nicht mal wundern, wenn er ein oder gleich mehrere geliebte Charaktere tötet. Doch neben den Avengers wird er auch auf seine Tochter Nebula treffen, die ihm nun den Rücken zugekehrt hat. Und auch die Guardians werden versuchen, ihn aufzuhalten. Showtime, ihr Arschlöcher! Das gilt nicht nur für seine Adoptivtochter Gamora, sondern vor allem für Drax. Immerhin ermordete Thanos seine Familie, weshalb der Destroyer noch eine offene Rechnung mit Thanos zu begleichen hat. Wenn du mich brauchst. Ich werde da sein. Mittlerweile ist Steve Rogers ein Krimineller. Erst hielt er sich nicht an das Sokovia-Abkommen und dann befreite er seine inhaftierten Freunde aus dem Hochsicherheitsgefängnis. Tut mir leid, Tony, das wusste ich nicht. Seitdem wurde der ehemalige Captain nirgends gesichtet. Doch für diesen Kampf wird auch er zurückkehren und seine sogenannten illegalen Avengers in den Krieg gegen Thanos führen. Was machen wir, Cap? Wir kämpfen. Vor allem seine Beziehung zu Tony Stark und Bucky Barnes bleibt für uns äußerst interessant. Immerhin bekämpfte er seinen Avengers-Kumpel, um seinem Kindheits- und Militärfreund das Leben zu retten. Er ist mein Freund. Das war ich auch. Doch unserer Meinung nach wird er beide Fraktionen der Avengers wieder vereinen und das Kriegsbeil mit Tony begraben. Es wäre sogar möglich, dass Steve sein Leben lässt und Bucky in seine Fußstapfen als Captain treten wird. Außer diesem hier gibt es nichts, was ich nicht erklären ließe. Dieser Mann hat keinen Sinn für Rasenpflege. Der Gott des Donners ist natürlich auch wieder mit von der Partie. Dieser wird schwer gezeichnet von den Ereignissen sein, die wir schon bald in seinem dritten Leinwandabenteuer miterleben dürfen. Ich weiß genau, was ihr denkt.
Wie konnte das nur passieren? Die Zerstörung Asgards bringt den Helden zurück zu unseren anderen Freunden. Und laut ersten Aussagen wird er zunächst gebrochen und schwer verletzt auf die Guardians treffen. Was für ein Haufen Arschlöcher. Eine Dynamik, auf die wir uns extrem freuen. Gleichzeitig wird der Asgardier erneut mit seinem Bruder Loki konfrontiert werden. Welche Hilfe warst du in deiner Zelle? Wer brachte mich da rein? Wer brachte mich da rein? Das weißt du verdammt gut! Du weißt verdammt gut! Wer? Kevin Feige betonte, dass Thors Rolle im Infinity War von großer Relevanz sein wird. Und Hulk? Draufhauen. Dr. Banner haben wir schon lange nicht mehr sehen dürfen. Ich war am Ende. Am Ende von Age of Ultron flog er in Hulk-Form mit einem Shieldjet davon und wurde seitdem von niemandem mehr gesehen. Sagen Sie, Captain, wissen Sie, wo Thor und Banner jetzt gerade sind? Doch wir wissen bereits, dass er es irgendwie ins Weltall schafft, wo er zum Gladiator gemacht wird, der gegen seinen eigenen Avengers-Kollegen Thor antreten muss. Ob die beiden noch Freunde nach diesem Clash sind, bleibt abzuwarten. Gleichzeitig wissen er und Thor noch gar nichts von dem Streit ihrer Avengers-Kollegen. Worauf wir uns besonders freuen, ist das Treffen zwischen Hulk und Groot, denn zusammen können die so einiges kaputt machen. Clint Barton ist einer der illegalen Avengers. Im Civil War entschied er sich dafür, seinen Ruhestand zu beenden und an Captain Americas Seite gegen seine ehemaligen Freunde zu kämpfen. Ich setze mich zur Ruhe. Wie lange? 5 Minuten und schon bricht Chaos aus. Bitte sei dir der Konsequenzen deines Handelns bewusst. Okay, bin ich. So, wir müssen los. Gegen Ende des Films wurde er von Captain America befreit und wird nun erneut an seiner Seite kämpfen. Besonders interessant wird für uns sein erneutes Treffen auf Natasha Romanoff werden. Immerhin war sie einst seine beste Freundin, die er im Civil War bekämpfte. Wir sind aber noch Freunde, oder? Kommt drauf an, wie hart du mich schlägst. Gleichzeitig könnte seine Beziehung zu Wanda Maximoff weiterhin ausgearbeitet werden. In Age of Ultron und Civil War war er eine Art Mentorfigur für die junge Scarlet Witch. Hier drin bist du in Sicherheit. Ich schicke auch deinen Bruder her, aber wenn du durch diese Tür gehst, bist du ein Avenger. Im Krieg könnte er sich tatsächlich für diese opfern. Wollen wir ein Spiel spielen? Das ist aus einem bekannten Film, der... Hab ich gesehen. Wird sie nun gejagt oder nicht? Immerhin wechselte Natasha Romanoff gleich mehrfach die Seiten im Civil War. Ich sagte, ich helfe dir, ihn zu finden, nicht zu fangen. Das ist ein Unterschied. Während sie anfangs noch an der Seite der Regierung und Tony Stark kämpfte, schlug sie sich zum Schluss auf die Seite von Steve Rogers. Das werde ich bereuen. Verschwindet. Tony betonte daraufhin, dass von nun an auch Jagd auf sie gemacht werden würde. T'Challa hat Ross erzählt, was du getan hast, also. Die werden dich jagen. Ich werde nicht die sein, die sich dauernd umsehen muss. Doch sie wurde nicht inhaftiert. Wir sind gespannt zu sehen, wo die Schwarze Witwe diesmal stehen wird und ob sie helfen wird, die zwei unterschiedlichen Avengers-Fraktionen wieder zu vereinen. Gleichzeitig wollen wir die Dynamik zwischen ihr und Gamora sehen, da sich beide recht ähnlich sind. Maschinenraum gesichert. Das hier nehme ich. Viel Glück, es ist intern verkabelt. Mir wird schon was einfallen. Jedenfalls wollen wir wissen, wie es zwischen ihr und Bruce Banner weitergeht. Ich bin nicht Ultron. Ich bin nicht Jarvis. Ich bin... der ich bin. Der Android, der durch Verschmelzung von Jarvis und einem Infinity-Stein erschaffen wurde, ist auch wieder mit von der Partie. Als logische Instanz kämpft er immer noch an der Seite von Tonys legalen Avengers. Es ist, wie ich sagte, eine Katastrophe. Doch er scheint sich in Scarlet Witch verliebt zu haben. Wanda... Niemand hat etwas gegen dich, Wanda. Danke. Wir bangen um Vision. Immerhin befindet sich ein Infinity-Stein in seiner Stirn. Und das wird Thanos nicht daran hindern, dieses Artefakt an sich zu reißen. Daher glauben wir fest daran, dass Vision schon bald von uns gehen wird. Okay, ich werde ungeduldig. Jetzt, Kleiner! Spider-Man hat es geschafft und ist nun endlich erfolgreich im MCU angekommen. Was geht ab, Leute? Am Ende von Spider-Man Homecoming entschließt sich Peter Parker, kein Avenger zu werden und lehnt somit Tony Starks Angebot ab. Okay, na dann. Das ist keine Umarmung. Ich helfe dir nur mit der Tür. Soweit sind wir noch nicht.
Im Infinity War wird er aber aktiv und wieder Seite an Seite mit den Avengers kämpfen. Laut ersten Berichten trägt er hierbei sogar den neuen Anzug, den Tony für ihn in Homecoming entwickelte. Es ist möglich, dass Tony ihn zu seinem Nachfolger ernennen wird und den Kampf selbst nicht überleben wird. Bucky, du kennst mich schon dein ganzes Leben. Bucky Barnes war der Auslöser des Civil Wars und zog somit den Hass von Tony auf sich, der zu seinem Entsetzen feststellen musste, dass seine Eltern nicht etwa bei einem Autounfall verunglückt sind, sondern vom Winter Soldier exekutiert wurden. Hast du es gewusst? Nein, nicht, dass er es war. Hör auf, mich zu verarschen, Rogers. Hast du es gewusst? Ja. Einsichtig und voller Schuldgefühle ließ sich Bucky erneut in Wakanda einfrieren. Solange keiner weiß, wie ich diesen ganzen Kram aus meinem Kopf kriege, ist es wahrscheinlich das Beste, es so zu machen. Doch da das Zuhause von T'Challa schon bald angegriffen wird, wird auch der Winter Soldier wieder aktiv werden. Und da es in Wakanda nur so von Vibranium wimmelt, könnte Bucky tatsächlich einen Ersatz für den Arm finden, den ihm Tony in Civil War wegnahm. Zunächst wird Bucky höchstwahrscheinlich an der Seite von Black Panther gegen Thanos Schergen kämpfen. Doch zum Höhepunkt des Films wird er sicherlich mit Steve Rogers und Tony Stark gegen den Titanen kämpfen. Das Wiedersehen dieser drei dürfte äußerst interessant werden. Was ist das? Mein Mantra? Das WLAN-Passwort. Wir sind keine Wilden. Ein Neuzugang in der Welt von Marvel war Dr. Stephen Strange, der mit dem Civil War nichts am Hut hatte. Doch wie wir in seinem eigenen Filmabenteuer sehen durften, ist er nun ein Wächter des Guten geworden. In einer Post-Credits-Szene hat der Sorcerer Supreme bereits Kontakt zu einem der Avengers, Thor, aufgenommen und weiß bereits über den Aufenthalt von Loki auf der Erde Bescheid. Im Kampf gegen Thanos wird vor allem die Chemie zwischen der beiden Narzissten Tony Stark und Stephen Strange äußerst interessant sein. Ich bin Loki von Asgard. Und ein glorreiches Ansinnen ist meine Bürde. Der böse Stiefbruder von Thor war schon einmal auf der Erde und eroberte diese beinahe. Sein Auftragsgeber war damals niemand Geringeres als Thanos. Nun ist er zurück. Doch für wen er wirklich kämpfen wird, ist wie immer nicht leicht zu durchschauen. Du vertraust mir immer noch nicht, Bruder? Würdest du's? Thor und die Avengers werden ihm sicherlich nicht über den Weg trauen und auch Thanos drohte ihm ja mit Vernichtung. Da er im geleakten Trailer der Disney Expo anscheinend erneut im Besitz des Tesseracts ist, könnte er sich entweder auf Thanos Seite schlagen oder als Doppelagent für die Avengers arbeiten. Wir dürfen gespannt bleiben. Ihr wisst schon, dass ich Dinge mit dem Verstand bewegen kann, oder? Wanda Maximoff ist zurück. Als eine der illegalen Avengers wurde sie ebenfalls von Steve Rogers befreit und wird ihm nun im Kampf gegen den fiesen Thanos zur Seite stehen. Als Nesthäkchen der Avengers hat sie noch viel über ihre Fähigkeiten zu lernen. Und auch was Mentorfiguren angeht, gibt es eine große Auswahl an möglichen Kandidaten. Wir erwähnten bereits Hawkeye, doch das Aufeinandertreffen zwischen ihr und Stephen Strange könnte noch interessanter werden. Mr. Doctor. Mr. Doctor, es ist Strange. Gleichzeitig können wir auch auf eine Romanze hoffen. Immerhin scheint sich Vision ordentlich in sie verliebt zu haben. Also, wer bist du? Ich bin Ant-Man. Ant-Man? Was, noch nie von mir gehört? Er hat einfach kein Glück. Gerade wollte er seiner Tochter beweisen, dass er kein Krimineller mehr ist und für das Gute kämpfen möchte, da wird er schon wieder inhaftiert. Hank Pym hat schon immer gesagt, traue nie einem Stark. Wer bist denn du? Denn Scott Lang entschied sich für Captain America und wurde somit zum illegalen Avenger. Ich glaube, das gehört Ihnen, Captain America. Bisher musste er sich bedeckt halten, doch Thanos wird auch Lang aus dem Exil holen. Wir wollen die Chemie zwischen ihm und Star-Lord sehen. Immerhin sind sich die beiden charakterlich extrem ähnlich. Ich bin durch damit, irgendwo einzusteigen und irgendeinen Scheiß zu klauen. Heute hat es uns etwas gegeben. Es hat uns eine Chance gegeben. Um was zu tun? Nicht auf alles zu scheißen. Captain Americas treuster Freund und ebenfalls illegaler Avenger wird schon bald wieder durch die Lüfte gleiten. Kampfstoff gesichert. Danke, Sam. Dank nicht mir. Diesem Ding sage ich nicht danke. Sein Name ist Redwing. Mach ich trotzdem nicht. Er ist süß, er liebt zu ihm. Er hat nun den ersten Schritt in die vernünftige Richtung getan und wieder mit Tony gesprochen, was die Grundlage für eine Versöhnung der Avengers sein könnte. Ich flieg damit zum Generalspalast, schmeiß ihm das Teil vor die Füße und sag, boom, suchen Sie das hier? Ja. Rhodes hat so einige Missionen gemeistert. Doch ausgerechnet im Kampf gegen seine Freunde wurde er schwer verletzt und ist seitdem querschnittsgelähmt.
Das bedeutet, dass der War Machine-Anzug für ihn nun mehr als nur eine Rüstung, sondern die einzige Möglichkeit zu laufen ist. Daher wird der Soldat auch hier zum Dienst antreten. Wir beide kennen uns noch nicht. Ich bin Clint. Mir doch egal. Gegen Ende des Civil Wars zog sich König T'Challa in sein Heimatland Wakanda zurück. Schon bald dürfen wir ihn dort wiedersehen. Immerhin wird Black Panther der letzte Standalone-Film vom großen Infinity War werden. Bald wird es nur noch die Eroberten geben. Und die Eroberer. Und nachdem wir T'Challa besser kennengelernt haben, wird er dann auch noch um sein Heimatland und gegen Thanos kämpfen müssen. Wir nehmen an, dass ihn dabei, wie bereits erwähnt, Bucky Barnes unterstützen wird. Ja, Großvater liebte Menschen. Aber er hat ihnen nicht unbedingt vertraut. Einst versammelte Nick Fury die Avengers, dann fiel S.H.I.E.L.D. Da er im Civil War nirgends zu sehen war, bleiben wir gespannt, wie er nun zurückkehren wird. Und ob es ihm gelingen wird, diese Charaktere erneut zu mobilisieren, damit sie den Kampf wieder aufnehmen. Hey, vielleicht kennt ihr mich ja unter einem anderen Namen. Star-Lord. Wer? Na, Star-Lord, Mann. Legendärer Outlaw. Der Anführer der Guardians of the Galaxy, Peter Quill, hat es nicht leicht. Gerade hat er einigermaßen die Führungsposition innerhalb seiner kleinen, verrückten Crew eingenommen, da begegnet er seinem teuflischen Vater. Und wer zum Teufel bist du? Ich bin dein Dad, Peter. Da dieser nun besiegt ist, verfügt Quill leider auch nicht mehr über die Fähigkeiten eines Celestials. Daher muss er seinen Verstand und sein Geschick einsetzen, um im Kampf gegen Thanos seinen Beitrag leisten zu können. Den Anführer der Guardians auf die Anführer der Avengers, Tony und Steve, treffen zu lassen, ist etwas, worauf wir schon lange warten. Ich habe den Großteil meines Lebens umgeben von Feinden gelebt. Ich wäre dankbar, umgeben von Freunden zu sterben. Die taffe Fighterin der Guardians hat eine persönliche Rechnung mit Thanos zu begleichen. Er ermordete ihre Familie und machte sie zu seiner Ziehtochter. Mein Vater war nicht gut in Diplomatie. Thanos? Er ist nicht mein Vater. Sie weiß mehr über Thanos als all die anderen Helden. Und diese Expertise kann im Kampf äußerst behilflich sein. Natürlich war Ronan nur eine Marionette. Es ist Thanos, den ich töten muss. Ein weiterer Guardian, dessen Leben Thanos zerstörte. Seine Frau und Tochter wurden von dem Titan kaltblütig abgeschlachtet. Seit jeher sind er auf Rache und nun ist die Chance endlich da. Doch in einem Zweikampf wird der Destroyer keine Chance gegen Thanos haben. An den Tod der Deinen erinnere ich mich nicht. Und ich zweifle, dass ich mich an deinen Tod erinnern werde. Wir hoffen auf tolle Szenen zwischen ihm und Thor. Immerhin sind sich beide extrem ähnlich und könnten in diesem etwas düsteren Film für Humor sorgen. Seine Art nimmt alles wortwörtlich. Metaphern dringen nicht in sein Hirn vor. Nichts dringt in mein Hirn vor. Meine Reflexe sind zu schnell. Ein gutes Geschäft. Mehr davon! Im zweiten Guardians-Film lernte Rocket endlich, was es bedeutet, Teil dieser verrückten Familie zu sein. Da ich stehe, seid ihr alle zufrieden? Wir alle stehen jetzt. Ein paar Vollidioten stehen im Kreis rum. Und nun wird er bis auf den Tod an der Seite seiner Freunde kämpfen. Wir können es kaum erwarten zu sehen, wie der freche, trinkende und arrogante Erfinder der Truppe auf den frechen, trinkenden und arroganten Erfinder der Avengers, Tony Stark, trifft. Das erste Mal was aus deinem Mund, das nicht total bescheuert ist! Nachdem Groot im ersten Guardians-Teil zu Tode kam, wurde er als Baby wiedergeboren. Ich bin Groot. Und hat nun, wie wir in der Post-Credit-Szene sehen durften, auch die Pubertät erreicht. In Avengers Infinity War dürfte er auch wieder seine Originalgröße erreicht haben und ordentlich kräftig zuhauen. Weshalb wir hoffen, dass er auf den unglaublichen Hulk trifft. Wenn ich jemanden berühre, kann ich seine Gefühle spüren. Du fühlst Liebe. Das neueste Mitglied der Guardians kann mit ihren empathischen Fähigkeiten den Schrecken, den Thanos verbreiten wird, wahrscheinlich kommen sehen. Daher ist sie wahrscheinlich ausschlaggebend für das Eingreifen der Guardians. Die unterhaltsame Beziehung zwischen ihr und Drax dürfte weiter ausgebaut werden. Danke, Vater. Klingt äußerst fair. Die Stiefschwester von Gamora ist auf ihrem ganz persönlichen Rachefeldzug. Sie möchte Thanos töten. Wie sie das anstellen will, ist allerdings ungewiss. Doch sie scheint nun endlich geläutert zu sein. Es würde uns nicht wundern, wenn sie im Kampf gegen den Titan mit ihrem Leben bezahlen muss. Was erst recht für Gamora ein starker Schlag sein würde. Darf ich euch vorstellen? Tanelir Tivan, der Collector. Der Sammler ist wieder da.
Eingeführt im ersten Guardians-Film ist auch er auf der Jagd nach den Infinity-Steinen, was ihn zu einem weiteren Rivalen von Thanos macht. Einer da. Fünf fehlen noch. Doch ob er nun gemeinsame Sache mit den Avengers machen wird, wagen wir zu bezweifeln. Kein guter Plan. Wir müssen abwarten und werden uns bis dahin mit seinem Bruder, dem Grandmaster, vertrösten müssen. Dieser wird in Thor Ragnarok eingeführt und von Jeff Goldblum gespielt. Was hast du mir heute gebracht? Sag es mir. Ein Herausforderer. So, da habt ihr es. Das waren alle Hauptcharaktere aus Avengers Infinity War. Auf wen freut ihr euch am meisten und welches Aufeinandertreffen interessiert euch am meisten? Schreibt es uns in die Kommentare. Und jetzt schaut ihr weiter. Zum Beispiel ein Video zu den Infinity-Steinen, etwa hier. Oder ein Video zum neuen DC-Intro und allen DC-Charakteren, etwa hier. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über ein Abo. Abonnieren könnt ihr uns ungefähr hier. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.